Den Prototypen muss ich ja unbedingt mal sehen. Ich schlüpfe da mal kurz rein. Oh, Prototyp, wo bist du denn? Oh Prototyp, wie grün sind deine Blätter? Wie grün sind sie denn? Erzähl doch mal. Oh, nice. So, haben wir da jetzt ein neues Motherboard reingebaut oder was? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was der Lester damit vorhat. Haben wir da irgendwie das jetzt gehackt, um da Zugriff zu haben? When it blue screens again, you're my guy. Ja, alles Bye. Klar. Was machst du da? Was macht er da? Egal. Ich hau da mal ab. Ne? Bevor hier noch irgendwie Security oder so. Keep calm and carry on sharing. Time to dog around. Come on. You're gonna have to learn the footbag if you want to get a job here, okay? Follow me. Okay. Oh. How's your air guitar? So funktionieren hier also Bewerbungsgespräche. Alright, follow me. Okay. What the fuck? Zum Bewerbungsgespräch muss er im Sitzsack lümmeln und ihm zeigen, wie seine Luftgitarren-Skills sind. Voll die hippe junge Tech-Company, finde ich super. Some a-hole drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive-aggressive note on it. If I drown in mucus, it's your fault, you illiterate effing C's. Ich finde das super hier drin. Oh, kann ich mir noch eine Cola ziehen? Ja! Deliciously infectious. So, ein Dollar für eine Dose Cola finde ich in Ordnung. So, reinschlürfen. Ah, in einem Zug weg. Die Dose einmal auf dem Boden. Auf Wiedersehen, Sucker. Ah ja, das ist hier die Sekretärin oder so. Let me get the door for you. Oh, danke. Die buzzt mich noch raus hier. Sehr schön, sehr schön. So, wo habe ich nochmal mein Auto abgestellt? Das war hier auf der anderen Seite, ne? Ist ja hier irgendwo. Wo ist denn mein... Hey, Michael, hold on. Domed, I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Lester, hör auf, Leute zu teabaggen, wir telefonieren. Yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey. I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Okay, einfach das Device anrufen, nachdem das vorgestellt hat. Da bin ich ja gespannt, was da dann passiert. Ob da dann kleine Ratten rauskommen oder ob das Ding dann Kartoffelpüree macht oder so. Bin mir immer noch nicht ganz sicher, was ich da gerade eingebaut habe. Ich bin sehr gespannt. Naja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ah, Home Sweet Home. Ah ja, hier. Das ist das Wohnzimmer. Entschuldigung, ich muss mal Fernsehen und so. I'm watching Fame or Shame! Fucking tits! Mit der Tochter um die Fernbedienung kämpfen. Warum brennt denn der? Okay. Okay, also ich wechsle mal den Kanal. Ah, Jay Norris, Life Invader. Gründer und CEO. Warte, bis er den Telefonprototypen rausholt. Solange nur den Prototypen rausholt. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination. Was rasten ihm da so aus?
We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. Das mal ehrlich. So we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive. 14 Jahre Durchschnittsalter der Mitarbeiter? Alter. Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness the future. Schöne Geste auch. The life invaders. Ah. Yes, we've invented something. Ja, dann rufen wir das mal an. Habe ich das denn eingespeichert? Personal computerized device. Now we're going to Jay Norris. Soll ich ihn noch labern lassen oder rufe ich ihn gleich an? You can dock on the subway. Stay docked. You can be docked at home. And at the same time, you're docking with some kids at the public pool. Man sollte nicht mit jedem docken. Ich rufe mal an. Hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Oh, ja, ich will unbedingt mit dir andocken. Oh, Jesus! Whoa! Scheiße! Was? Ich hab dem gerade voll das Gesicht weggesprengt. Lester, du kranke Sau. Fuck. Ich hätte übrigens auch gerne so einen Fernseher hier. Holy crap. Missionszeit? Oh, keine Pop-Ups? Oh. Michael kann sich bei einem Symbol in seinem Schlafzimmer umziehen. Das finde ich eine gute Idee. Umziehen sollte ich mich. Lest! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Okay. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Okay. Ich zieh mich erstmal um. So. Drücke E, um dich umzuziehen. Was haben wir denn Schönes? Jacken? Was hast du denn an Jacken da? Antikleder oder Grau? Och, die Lederjacke sieht gar nicht schlecht aus. Die ziehe ich mal an. So, dazu brauche ich natürlich eine anständige Hose. Hier nicht mit den komischen Shorts rumlaufen. Hellbraune Hose oder blaue... Ja, dazu brauche ich Jeans. Ist klar. Na guck, so kann man doch rumlaufen. Nicht mit der komischen bunten Weste hier. So. Wollen wir jetzt mal ein bisschen im Haus umgucken? So eine schöne Palme oder so, die einen richtig auf die Palme bringt. Porträt von der Frau. Wollen wir mal die Kinder nerven? Ha, der ist nicht da. Aber hier, gut, hier steht schon die Bon auf dem Boden. Noch ein Stück Pizza. Auch ein Riesenfernseher. Und Hauptsache kein Licht reinkommen lassen in seiner dunklen Höhle hier. Da liegt noch ein Stück Pizza. Moment, Moment, was? Wie? Drücke E, um mal an Jimmys Bon zu ziehen. Ja, die, wieso nicht? Komm, Junge, zieh's dir rein. Hast ja nicht selber bezahlt. Gehört ja alles deinem Sohn. Oh yeah. Er soll dem eigenen Sohn das Gras wegrauchen. Alter. Michael? Fucking nuts. This is not fun. This is no fun. This not. Michael? Michael? What is fun anyway? Fun is in Ordnung. Fun is. Fun is. Michael? Yeah. I am gonna die, and that is fucking fun. That oh, is not Mann. Fucking fun. Ich glaube, ich muss mal, wie es schlecht, erstmal kotzen oder so. Oder durchs Fenster. Oh, schön draußen. So, immer überall rumschleichen ist ja mein Haus. Was macht die Tochter gerade?
ausgeflogen. Ey, die war doch gerade noch da. Kann ich hier irgendwo an irgendwas rumfingern oder so? Hat die eigentlich auch noch ein paar Drogen, die ich nehmen kann? Vielleicht ein bisschen Beutelchen Koks oder so? Nee, anscheinend nicht. Schade. Und hier? Wie? Die Tür ist zu. In meinem eigenen Haus? Unfassbar. Was ist denn das für Musik hier? Ist die von alleine eingegangen? So, haben wir noch irgendwas im Haus, wo ich dann rumbasteln kann? Irgendwas? Ah, ich kann noch einen Whisky trinken. Aber hallo. Da, das ist ja wohl... Da müssen wir das Marihuana mit ausgleichen. Und runter die Brühe. Ah, nimm noch einen. Kann nicht schaden. Die Flasche ist ja noch halb voll. Ah, gleich viel besser. Ah, da sieht man gleich wieder viel klarer. Komm, einen noch. Ah, runter mit der Brühe. Ah, er fängt schon ein bisschen an zu schwanken, habe ich das Gefühl. Aber komm, auf drei Beinen kann man nicht stehen. Noch einen vierten hinterher. Es verschwimmt schon alles ein bisschen. Ja, halt dich gut auf den Beinen. Oh, guck mal, ist schon wieder alles viel klarer. Sehr gut. Dann kannst du ja auch noch einen fünften rein. Mal sehen, wie viel er verträgt, bevor er umkippt. Kann es sein, dass die Flasche immer voller wird, wenn er ausgießt? So, 5 geht noch, ne? 5 ist 6. Komm rein damit. Oh ja, nicht daneben kippen, der war teuer. Langsam wird's ungemütlich. Das war Nummer 6, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wie? Ah, jetzt macht er zu, jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? Komm schon, Alter, so voll kannst du gar nicht sein. Steht er wie so ein Affe. Zu viel gesoffen. Wie am Schwanken ist. Bist du sicher, dass du nicht noch einen haben willst? Nur einen, nee. Okay, dann halt nicht. Pö. Vielleicht müssen wir mal an die frische Luft. Was? Kannst du rennen? Mein Auto ist immer noch im Arsch. Wird das nicht von alleine repariert irgendwann? Es ist alles gut, ich kann auch fahren. So viel habe ich gar nicht getrunken. Alles ein... Muss das Auto mal reparieren lassen, glaube ich. Soll ich mal irgendwo in der Werkstatt gucken damit? Musst du auf die Karte gucken. Wo haben wir denn eine Werkstatt? Guck da. Los Santos Customs. Ich muss... Also die Kiste, die ist ja völlig im Arsch. Da muss ich mal dran basteln. Siehst du, ich kann auch hervorragend fahren. Der zieht nur immer zufällig nach rechts. Ich weiß nicht, woher das kommt. Hoffentlich halten die Bullen mich nicht an. Aber ich bin vorher auch schon alles reingedonnert und da haben die mich auch nicht angehalten. Bin gar nicht so betrunken. Es geht alles noch. Der Baum war stabiler als gedacht. Das war ein soziales Experiment. Hallo. Oh, ein Hund. Ah, guck mal, hier kann ich die Kiste reparieren lassen. Da vorne. Wenn nur nicht alles so schwanken würde. What's wrong with him now? Ja, irgendjemand kann nicht fahren und hat den völlig zu Matsch gefahren vorne. Ist überhaupt noch ein Motor drin? Ja. So, Fahrzeug reparieren. Wollen wir auch ein bisschen... Teuer, ich habe gar nicht so viel Geld. Aber Panzerung, der geht ja nicht so schnell kaputt, wa? Ich baue mal hier bessere Panzerung ein. So. Habe ich noch 5.300 Dollar. Natürlich noch, kann man keine großen Sprünge mitmachen. Schätze ich. Was haben wir denn noch so auf der Karte? Muss auch mal ein paar Dinge aus. Wollen wir mit einer Attraktion fahren? Mit dem Fahrgeschäft? Das wär's doch jetzt, oder? Im besoffenen Zustand? Das muss ich mir mal reinziehen.
Das muss man sich mal geben. Oh! Wie gut, dass ich die Kiste gerade habe reparieren lassen. Ich hätte ihn erst ausnüchtern lassen sollen. Aber egal, der kann auf dem Riesenrad ausnüchtern. Keine Sorge, wir fahren, machen auch bald wieder ein paar hübsche Missionen. Aber ich habe jetzt gerade Bock, erstmal so ein bisschen rumzueiern. Man muss auch mal ein bisschen... Oh, oh, jetzt kommt die Kotzphase, oder was? Oh, shit. Das ist jetzt richtig... Das ist ja schlimmer als das, wie es vorher war. Vorsicht. Ah, jetzt wird's besser. Jetzt wird's besser. Ich glaube, er nüchtert langsam aus. Besser ist. Ja, guck, jetzt können wir wieder geradeaus fahren. Ein Glück. Oh, ein eingehender Anruf. Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Was? Wie? Wo? Oh, I have no idea what you're talking about, pal. Ich hab gar nichts gemacht. What you do's your business, bro. Anyway, bro. Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work, and I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Okay, der will mich also nicht verraten, sondern der will beim Überfall dabei sein. Okay. Okay, wenn er da Bock zu hat. So, ich sehe hier diesen weißen Punkt. Wer bist du denn? Jesse. Hey, how you doing? Yeah, I guess. Du siehst aus wie Jesus. Ist, glaube ich, das Offensichtliche, aber right. Du siehst aus wie Jesus. Jesus? Okay, dann... Oh, man. I mean, I was sent here to clear things up. And it's not that people don't understand, it's just that okay. People don't understand. Ja, ja, ist gut, Jesus. Oh, eine Achterbahn haben die ja auch. Da weiß ich gar nicht, wo ich zuerst mitfahren soll. Oh, ich hätte hier auf dem Parkplatz parken können. Aber Parkplätze sind überbewertet. So, wo können wir denn mal hier irgendwas einsteigen? Ich will unbedingt eine Runde fahren. Ups, Entschuldigung. Ah, hier. Enter. Ob das ein gutes Zeichen ist, dass hier keine Schlange ist? Dass hier niemand mitfahren will, außer mir? Ich bin mir nicht sicher. Hey Typ! Drücke E, um Achterbahn zu fahren. Eine Fahrt kostet 15 Dollar. Boah, das ist aber... Das ist teuer. Der Leviathan. Na, da bin ich mal gespannt. Ich werde die Fahrt doch jetzt nicht wieder springen. Überspringen. Oh. Juhu. Yeah. Wer schreit denn da? Hat er gerade gesagt, holt mich hier raus? Michael, du bist doch so ein Adrenalin-Junkie. Du bist doch immer auf Schießereien und so ein Scheiß aus. Das mag er gar nicht. Er schreit voll. Michael, das ist doch nur eine kleine Achterbahnfahrt. Das war doch nur eine kleine Achterbahnfahrt, Michael. Stell dich doch nicht so an. Und hat nur 15 Euro gekostet. Oh, guck mal den Sonnenuntergang hier. Ist das nicht schön? Was können wir sonst noch machen am Pier? Oh, sorry. Excuse me. Oh, hey, ich will einen Hotdog. Oder einen Burger. Hey, man. Toll. Hey, das ist echt schön hier. Guck mal, mit dem Sonnenuntergang. Wollen hier ein bisschen rumlungern. Bisschen rumlungen. Das ist echt schön. Da muss ich ein Foto von machen. Pass auf. So, guck mal hier, der Sonnenuntergang. Jawohl. Ja, in Galerie speichern. Aber hallo. Soll ich noch irgendwas fotografieren? Hier, wie heißt mit dem Typen, der da auf der Bank sitzt, mit der Brille? Na? Soll ich dich nicht fotografieren? Nee, komm, ist albern. Aber heutzutage schon albern sein.
E-Mail, Aktienhandel, Michael. Jetzt wäre eine gute Zeit, mal in der Aktienbörse reinzuschnuppern. Hier ist ein Link, da kannst du dich mal umsehen. Kaufe billig, verkaufe teuer. Vielleicht später. Los Santos Customs, neue Teile eingetroffen. Alles klar. Ich glaube, das war's mit meinem Ausflug zum Pier. Ich kümmere mich mal um wichtigere Angelegenheiten wieder.